Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Tag 2 von Rayquaza. Ich bin wieder auf Tour, ein paar Raids machen. Es ist wieder oder immer noch richtig voll. Ups. Wer kann ja zwei Attacken? Man muss ein bisschen rechts tippen. Nicht sinnlos in der Mitte tippen und dann gar keine Attacke aktivieren. Es geht immer noch krass ab über Leute, über Spieler. Ich habe gesehen, ihr wart erfolgreich, was ich so in den Kommentaren und auf Instagram gelesen habe. Eure Ausbeute war gut, ein paar Hunderter dabei, ein paar Hunderter geflohen. Viel 98er, 96er. Viele Raids gemacht, freut mich. So, wir schauen mal. Unser erster. Gestern unser erster war direkt 98. Heute kein Wetterboost, glaube ich. Ich habe nicht aufs Wetter geachtet, aber ich glaube nicht. Sprich, wir wollen 21, 91, aber weit entfernt. Ja, was geht ab, Leute? Ich habe einen relativ guten. Potenziell noch ein 98er. Schauen wir mal. Ja, bei Quasar muss man immer verzögert werfen mit Fangtrick. Da ist er. Potenziell noch ein 98, aber ich glaube schon. Schauen wir mal, ob er Attack 15 hat. Hat er. Okay, Leute, das Rayquaza-Wochenende ist vorbei. War anstrengend, war lustig. Heute ist er immer noch da, aber heute ist halt Montag. Wer weiß, wie viel da ja, zustande kommt. Wobei, wenn man davon ausgeht, was am Wochenende so abging, und es war so abnormal, dann würde ich sagen, heute, dann würde ich echt sagen, heute geht es immer noch ab. Am Wochenende war echt jeder unterwegs. Ich habe so viele alte, bekannte Gesichter gesehen. Die ganze Straße voller Spieler, voller Rayquaza-Jäger. Und jetzt die Antwort auf eure Frage. Ihr wolltet es sehen. Wie viele Rayquaza habe ich gemacht und was war meine Ausbeute? Ich habe, um ehrlich zu sein, gar nicht so viele gemacht, weil ihr wisst, der kommt nochmal wieder als Shiny. Ja, dementsprechend habe ich mich ein wenig gedrosselt. Hab zwar ein paar mitgenommen, aber nicht allzu viele. Moment, den muss ich noch beschriften. Das war einer der vorletzten, denn das ist ein 98er. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß eigentlich genau, wie meine Ausbeute so lief. Wir zählen mal nach. 3, 6, 9. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Zwei sind mir geflohen. Nee, mir fällt gerade auf. Die zwei untersten habe ich ja schon. Die sind ja schon älter. Die sind vom ersten Mal. Das heißt, 34 habe ich gemacht. Plus die zwei, die mir geflohen sind. 36 habe ich gemacht, nicht 38. Wie gesagt, ist nicht besonders viel. Viele Leute haben die Zahl an einem Tag gemacht. Viele haben 50, 60, 70 an einem Tag gemacht. Also ich habe es echt entspannt angehen lassen. Aber wie gesagt, war lustig. Und wer genau hingeschaut hat, der hat gesehen, es sind 1, der hier, 2, der hier und 3. Mein neuer Buddy. 3 98er während des Wochenendes. Plus die 2, die ich bereits hatte. 5 98er habe ich jetzt. Der 100er ist nicht gekommen, aber 3 98er ist auch geil. Meine Frage an euch, hättet ihr lieber 3 98er? Alle Attack 15 oder 100er. Ich würde wahrscheinlich den 100er nehmen, aber 398er ist schon geil, weil jetzt habe ich 5. Einer fehlt noch, dann hätte ich eine 6er Armee 98er Rayquaza. Ich meine, heute habe ich noch ein paar Chancen und wenn nicht, dann ein Lucky 98er halt, um die Runde abzuschließen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt demnächst, also irgendwann werde ich die auf jeden Fall maxen, aber ob ich jetzt noch zum Abschluss einmaxe, weil schaut auf den Staub. Ich habe wieder die Mille geknackt und es sieht so schön aus. Endlich mal wieder 1 Million. Obwohl ich in letzter Zeit trotzdem meinen Müll gepusht habe. Was habe ich letztens gepusht? Razov. Ja. Auf jeden Fall habe ich euch jetzt nichts von den Raids am Sonntag gezeigt, weil wäre eigentlich genau dasselbe wie Samstag gewesen. Ich habe so einen Typen kennengelernt. Mit dem habe ich dann getauscht.
und dann haben wir über Lucky Dex geredet. Und, also der war aus Israel und es hat sich zufälligerweise herausgestellt. Moment. Oh, warte, ich drehe nochmal am Stop. Es hat sich zufälligerweise herausgestellt, dass er und sein Kollege an einer App arbeiten. Und diese App heißt Lucky Dex. Ihr könnt euch schon vorstellen, was es ist. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, also wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Er hat es mir gezeigt, ein paar Sachen. Echt komischer Zufall. Irgendein Typ aus Israel, wir haben ein bisschen getauscht. Er hatte Tropius am Start. War auch ein großer Lucky Dex Jäger. Da haben wir halt angefangen zu reden. Dann hat er erzählt, dass er an so einer App arbeitet mit seinem Kollegen. Genau für Lucky Dex. Dass man das dann besser teilen kann, weil zum Beispiel fragst du einen, ja hey, was fehlt dir noch an Lucky? Ja, und dann sagst du es ihm halt entweder, was halt natürlich schwer ist zu merken, oder du hast hier irgendwie eine Liste angefertigt. Ihr kennt ja meine Liste mit den Pokédex-Bildern. Und dementsprechend hatte er die Idee, das hier zu machen. No Sponsoring. Fand ich einfach nur cool, weil ich bin ja Lucky Dex-Jäger. Ist ganz einfach eigentlich. Ihr könnt einfach hier alles anklicken, was ihr schon Lucky habt. Und dann gibt es hier oben so eine Prozentanzahl. Bin mal gespannt, wie viel Prozent ich habe. Wenn ich alles anklicke, was ich habe. Das werdet ihr jetzt nicht sehen. Wobei. Ich weiß gar nicht. Wollt ihr das sehen? Wahrscheinlich nicht. Aber viele haben nach einem Lucky Update mal wieder gefragt. Was mir noch fehlt. So. Wir sehen uns wieder, wenn ich alle markiert habe. So. Ich habe jetzt alle Pokémon eingetragen. Aber zuerst holen wir uns die Belohnung ab. Ich bin 93,5 Kilometer diese Woche gelaufen. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Kilometer ihr gelaufen seid. Ich habe keinen Platz für Eier, also... Ja, was kriege ich da? Sonderbonbons, silberne Bären. Staub ist gut. Also das, was man halt immer bekommt. Nichts Besonderes, aber ist ein netter Bonus jede Woche. Die Bälle können die Dorfspieler sicher gebrauchen. So, Lucky Dex Update. Ich habe... 92%. Was an sich aber auch nicht ganz richtig stimmt, weil, sagen wir zum Beispiel, Plinfer fehlt mir noch. Wenn ich einen Plinfer habe, habe ich dann sozusagen auch die Weiterentwicklung, also die ganze Familie. Aber jetzt habe ich angegeben, dass mir alle drei fehlen. Dementsprechend fehlen mir noch 40, aber die Weiterentwicklung hat man ja dann automatisch, wenn man die erste Stufe als Lucky hat. Und was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel Share Missing Lucky. Was ich noch schade finde, da fehlen die Bilder. Weil ich persönlich kenne zum Beispiel nicht alle Namen. Vor allem jetzt von den neuen Zeugs. Und da kannst du halt deinen Namen teilen oder Number. Und dann zum Beispiel mit Entwicklung oder ohne. Weil zum Beispiel, wie gesagt, Plinfer brauche ich die Entwicklung nicht. Ich brauche einfach nur einen Plinfer. Dann kannst du es teilen. Und dann kannst du es halt irgendwie hier zum Beispiel kopieren. Und dann kannst du es in die Gruppen posten. WhatsApp und sowas. Ja, das ist die App. Simpel, aber praktisch. Für alle Lucky Dex Sammler. Und als kleine Werbung für den Kollegen, weil er so nett war und mit mir getauscht hat. Grüße gehen raus nach Israel. Mir fällt gerade auf, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, welche 8% mir noch fehlen. Ich blende das mal hier neben mir ein. Ich muss es kurz aufrufen. Und zwar fehlen mir noch, ich kann es mal kurz erwähnen, 4 Babys. Klingplim, Riolo, Mobile, Voneiger. Wobei da, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen geschwächelt. Ich hatte ein paar Kollegen, die hatten jetzt ein paar Vonigers über. Habe ich mich nicht drum gekümmert. Sollte ich mal wieder machen. Legendäre Raubkatzen, Raikou, Entei, Suicune. Regis, Regi Eis, Regi Steel. Mir fällt gerade auf, ich habe einen Regi gerade nicht angekreuzt, weil ich dachte, mir fehlen noch alle. Könnte 1% Unterschied machen. Latias, leider. Und mein Kleiner hat keine Latias mehr, dementsprechend versuche ich da jeden Tag irgendwo ein Latias zu ergeiern. Latios, Rayquaza. Schauen wir mal, ob ich jetzt Glück habe mit Rayquaza. Und Giratina. Regionale, Skagaborn, Quirtle. Pipitis, Lunastein. Durch das Event jetzt, das am Dienstag startet, Lunastein kommt zurück. Check. Pachiriasu oder wie der auch immer heißt. Das Eichhörnchen halt. Der Papagei und Venedibis oder so. Normale Pokémon. Kindwurm. Kindwurm Seedai, ich warte. Goldini. Goldini Seedai, ich warte. Ein Trassler, weil man braucht ja zwei. Plinfer. Nur eine Frage der Zeit. Plinfer bekommt irgendwann einen Seedai. Finion. Der Fisch ist leider zu selten. Und da haben wir ein paar, den leider weggeschnappt. Honigwabe, aber nur weiblich, weil ich brauche ja auch die Entwicklung Lucky und männliche können sich nicht entwickeln. Schilderguss, auch da haben wir ein paar Leute ein paar Schilderguss weggeschnappt. Und die Katze habe ich jetzt bekommen durch den Kollegen, muss ich noch aktualisieren. Das sind 27, 26, wenn man Lunastein jetzt nicht zählt, weil wenn der kommt, dann ist er safe Lucky da.
Es wurden aber auch letztens neue Pokémon, also die nächste Gen 4 Welle, entdeckt. Also die müsste auch demnächst kommen und dann gibt es wieder ein paar neue, die ich auf Lucky brauche. Ah, das war's erstmal von mir, Leute. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Ausbeute und viel Spaß am Wochenende. Falls ihr heute nochmal unterwegs seid, dann viel Glück. Also ich werde hier und da ein paar machen auf jeden Fall. Mal schauen, ob der 100er noch kommt. Wenn nicht, ich bin zufrieden mit meinen 398ern. Wie gesagt, die Frage, hättet ihr lieber 398er oder 100er? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.